Ja, und damit herzlich willkommen zurück in der dritten deutschen Fortszene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Ne? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Forts. Ich habe eure Kommentare gelesen. Vielen Dank schon mal für das positive Feedback. Ob ich die Dinger nachvertonen werde, das war zum Beispiel ein Vorschlag zu den verlorenen Aufnahmen, um die es hier gerade geht. Das muss ich mir mal überlegen. Das kostet halt nochmal genau dieselbe Zeit, die ich verloren habe. Und ich nehme mir halt immer die Zeit, diese Aufnahmen zu machen. Und wenn es dann nicht klappt, dann ist es so ein enormer Zeitverlust halt einfach. Das ist ein bisschen blöd, weil ich arbeite halt Vollzeit. Ne? Das ist halt Zweitberuf hier quasi, basically. Ne? Man macht es ja for fun, aber trotzdem ist das ja ein Stück Arbeit. Soll nicht weiter euer Problem sein. Ich habe auf jeden Fall euer Feedback dankend angenommen und werde mir mal was überlegen. Warum auch immer das jetzt ging und das andere nicht. Und ja, dann schauen wir mal, was wird. Ich sollte aufhören, grüne oder grünähnliche Oberteile anzuziehen, wenn ich mit Greenscreen aufnehme. Ich bin nämlich schon wieder am Rumflickern hier, Digga. So halb durchsichtig. Aber das ist egal. Wird schon. Wir spielen eine Runde 1 gegen 1 gegen saure Drops. Let's go. Wir gehen hier für Cannon Tag. Sind ein bisschen langsamer unterwegs. Bauen das noch weg. Gucken, was er macht. Er hat da hinten Back Turbines. Okay, ich habe die da oben gebaut. Ich habe gedacht, okay, die gehen hier vielleicht einfach nicht. Aber jetzt wurde ich wieder eines Besseren belehrt. Und ja, wir gehen rein ins Gameplay. Ganz ehrlich gesagt. Ganz entspannt. So, Stability Tech schon mal vorbereiten, weil wir haben gerade nichts so wirklich zu tun. Wir könnten die verkaufen und uns ein Upgrade Center holen und für frühe Eco-Upgrades gehen. Und ich glaube, das werden wir auch machen. Weil wir relativ viel oder relativ wenig Minenproduktion haben. Ne? Wir haben nur 4 Stück. Oh. Und wir haben Glück. Sein Vater. Und nochmal genauso viel Glück. Ja, passt. Jetzt kommt er hier unten rein. Das war klar, aber das sollte reichen. Ist nur nervig, dass das Holz da jetzt weg ist. Upgrade Center läuft. Okay, ganz entspannt. Dann bauen wir hier unsere Kanönchen gleich auf. Vielleicht sogar 20er? Nee, ich baue Cannons. Ich bin ein Cannon-Spieler und ich werde immer Cannon-Spieler bleiben. Es kursiert gerade in Anführungsstrichen eine Strategie oder die wird ganz gerne mit Pinch gespielt. 20er. Ballert auch mies. Aber sehe ich mich jetzt gerade nicht so, fühle ich nicht. Dementsprechend erstmal eine Cannon. Dann into Upgrades. Ich habe so ein Glück, dass er das nicht bestraft, ne? Oder nicht bestraft kriegt, bekommt. Krieg klingt immer wie so ein Kleinkindsprache. Ist es halt auch. Ein Glück, sein Pech. Und noch ein Windrad, vielleicht noch ein zweites. Und dann gehe ich für Eco-Upgrades. Hier kommt Ditte rein. Da kann ich jetzt leider keine Tür mehr einziehen, ne? Ja, das ist doof. Weil das reicht nicht, um Firebeam zu protecten. Um gegen Firebeam zu protecten. Also die Distanz hier von da bis... Ich glaube, ich muss noch weiter vorne. Machen wir mal hier. Schauen wir mal, wo wir mit Sandsack so hinkommen. Das ist so ein hässliches Fort gerade, ne? Es tut mir leid. So. Da noch einen Sandsack rein. Den Cloud verhindern. Zweite Ken stacken. So, looks good to me. Jetzt nur noch den Tod verhindern. Also war schon ganz schön belastet hier alles, das ganze Fort, würde ich sagen.
Wo wir jedes Stückchen Stability ausgenutzt haben. Sind wir hier nicht so ganz wohl unterwegs. Würde ich für meine Verhältnisse sagen. Ah, da bricht die erste Strebe. Ich würde da gerne noch ranhängen. Aber jetzt macht mir die hier Sorgen. Okay, mehr nicht. Hier ist Schluss. Beziehungsweise Gegengewicht, I guess. Easy. Gar kein Problem. Hier gibt's nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Jetzt hätte ich nicht schießen dürfen. Ist das ein Krüppelfort? Und ich hab's gebaut. Metall? Kannst du nicht platzieren, das geht ja nicht. Metall gar nicht da. Heidewitzka, du hör mal. Oh, schade. Ich hätte Gürteltier nehmen sollen. Dann wäre es nicht so schwer geworden, alles hier. Dann überhaupt da hinten noch neue Sachen bauen. Er will mich auf jeden Fall jetzt durchsnipen und das werde ich halt nicht zulassen. Okay, jetzt hat er sich dagegen entschieden. Das hier sieht nicht ganz so professionell aus, sage ich immer. Aber das ist okay. Man muss auch mal Fehler im eigenen Fort zulassen, so. Und auch einfach mal kollabieren. Oder auch nicht. Was ist das für eine Kack-Map? Jo, hier kannst du ja gar nichts machen. Wer hat die gebaut? Oh. Was ein Schmutz. Ah ja, mein Gott, hier. Wie willst du dich da verteidigen? How you gonna do it? Die Sandsäcke ist so schwer gewesen. Feuer, gegen Feuerplasma musst du einfach so weit bauen. Es ist ja so smart gewesen, dass der Gegner auf Feuerplasma geht. Das ist ja einfach so klug. Hier hätte ich eine Metallstrebe nach unten ziehen müssen. Ah. Das war dämlich, dass ich die da nur so... Das habe ich erwartet so, aber der hätte eh nicht gerettet. Kack, man. Scheiße. Irgendwo noch eine ran, bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir gehen jetzt Eco-Pinch. Mal gucken, ob das funktionieren wird. Windturbinen bauen wir mal direkt da hinten oben. Dass das nicht funktioniert, ein bisschen anstrengend. Da sollen die Windturbinen hin. Ist jetzt ein bisschen verklausuliert hier der Bau geworden. Jetzt auch ein bisschen enger bauen müssen. Aber so ist auch okay, I guess. So, we do it like this. Dann da gleich neue Mine rein. Ich weiß nicht, ich glaube, da unten kann man keine mehr ergänzen wie auf Vanilla. Das ist leider ein bisschen ärgerlich.
Aber es soll schon funktionieren einigermaßen. So, dann Werkstatt, Upgrade Center. Oh, hier passt nicht mal eine sechste hin. Oh, das ist ja... Oh. Designfehler. Wir spielen heute so ganz komische Maps. Tut mir leid, Leute. Wir gehen für eine EMP. Gegner zu delayen. Upgrade Center, Laser. Weil wir haben aus der letzten Runde gelernt, ne? Also, machen wir den normalen mit, den Lachs hier. Und ich schiebe euch mal so ein Stückchen hier rüber. Komm, komm mal hier. So, zack. Nur so ein bisschen. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Ich spiele Pinch, falls man es nicht sieht. So rum sieht man. Ja. Wisst ihr Bescheid? Zurück zum Game. Ja. Wie machen wir das denn? Oh Gott, ey, Mann. Aber why you do this? Anstrengende Leute. Heute nur anstrengende Leute. Ist immer noch der gleiche, aber nur anstrengende Leute, Leute. Leute, Leute. Mina. Guck grad One Piece. Hab ich schon mal erwähnt. Kindheitstraum von mir, das endlich mal durchzugucken. And I finally can do it. So, ganz casual. Dass das nicht geht, ist schon wieder ein Skandal. Das ist okay. Whatever. Wird schon schief gehen, right? Schon Upgrades? Strebe draus gemacht. Naja. Oh. Ist ja gerade meine EMP durch alles durchgeflogen? Habe ich das gerade richtig wahrgenommen? So in der Hektik des Momentes? Wir brauchen noch Metalllager. Scheiße. Das ist jetzt nicht gut. Oh, fuck. Batterie sollte ich, glaube ich, schon haben. Stability dann einziehen. So, die ist ready. Geil. Jetzt chillen wir kurz. Jo, wieder Feuerplasma. Und das mal, diesmal mit Good Old Architect again. Actually. Nicht wieder. Okay, verkaufen wir. Hat keinen Sinn mehr so. Denn at least etwas mehr Dings bauen. Wie will ich haben? Danke. Diese Forderung, please. Silberkreis irgendwie ja nachher bauen, ne? Ist vor allem auch mehr Waffen bauen gerade. Nicht gut, ich werde jetzt meine Laser verlieren.
geht. Das geht nicht. Schnell nachbauen. Schnell reparieren. Jetzt bin ich ja schon im Nachteil, ne? Ich habe die bessere Economy, okay. Aber darüber hinaus habe ich jetzt nicht gerade wirklich viel, ne? Muss weg. Ah, ich habe den Door Snipe. Jetzt muss ich Damage adden. Das heißt Feuerlaser vor allem. Auch Stromproduktion. Strom ist gerade das Manko, ne? Hätte man auch den Feuerlaser für nehmen können, wenn er dann fertig gewesen wäre. Haben wir nochmal Stress gemacht. Wo habe ich getroffen? Oh, ich habe perfekt getroffen. Da hat was nämlich geschrien. Und das bedeutet für mich, dass der sich im Bau befindliche Laser Schaden bekommen hat. Und das ist genau das, was ich möchte. Ich habe gerade keinen Strom, sonst würde ich den Feuerlaser wieder nehmen. Ah, jetzt ist das schon ein Schild. Okay, krass. Wilde Laser-Action auf dem Spielfeld. Schnell Metall eingezogen. Vielleicht noch Türen. Die weggebrutzelt. Da gleich mal geguckt, ob wir beim Kern was erwischen können. Vorher noch eine Batterie unter den Kern. Da das rein, hier Verstärkung rein. Dann vielleicht nochmal eine Schicht Holz. Da können wir uns irgendwie gerade leisten. Werkstatt brauchen wir gleich noch. Einfach mal da ein bisschen Stress gemacht. Sein Feuerlaser kam gerade ganz schön tief. Kann der bis da hinten durch? Ja, muss ja. Verrückt. Dann ziehen wir da noch was rein. Wir haben die EMP theoretisch. Dann könnten wir hier unten noch vielleicht Stress machen. Kommen da gerade Pains? Tatsächlich. Okay. Das tat durchaus weh. Jetzt brauchen wir Gunner. Da war wohl Energie weg, wa? Okay, das wird nichts mehr. Dann konzentrieren wir uns lieber auf Angriff.
Ja, guter Gedanke. Hat auch gar nicht so schlecht funktioniert. Bis auf, dass das alles da irgendwie reingefallen ist dann. Zwei Windturbinen drauf und jetzt hoffen, dass alles funktioniert, wie es soll. Geil. War gut. Könnte der Snipe werden? Nee. Ich habe irgendwie eine Tür von ihm gehört, aber kam nichts. Wir brauchen mehr Energie, die haben wir schon im Bau. Wieder ein Feuerlaser rausgenommen, das ist wichtig. Hm. Ui. Ich schieße jetzt mal nicht. Er könnte halt wieder ein Plasma haben. Das heißt für mich, ich muss aufpassen. Da ist noch Schild. Die Biss nehmen wir ihm weg. Die mögen wir nämlich nicht. Dem geht es soweit ganz gut noch. Dann müssen wir gucken, dass wir hier hinten noch ein bisschen Damage reinkriegen, wa? Eigentlich da oben will ich nicht mehr. Könnt ihr unten noch einen reinplacen. Machen wir ein bisschen Holz vor, dass es nicht zersägt werden kann so schnell. Dann eine Vorlong rein. Hier eine Vorlong rein. Da sollte sein. Wo kommst du her? Ja, immer noch Schild. Zünd mich noch langsam selber damit an. Okay. Ja, ist ja gut. Ich brenne. Ich hab's verstanden. Ich glaube, ich mache hier mal Ditte rein. So, jetzt nicht mehr oft, allzu oft selbst abballern, Salzi. Das wäre ein guter Plan. Er hat das Dings gerade ausgemacht. Na, deswegen hier ein bisschen Holz vor. Na. Das soll jetzt halten hier, stabil und sicher. Heftiger Shot, lecker. Gibt noch ein paar Gratis-Hits dazu, aber das war leider eher schlechter als recht. Ein bisschen zu hoch für die Minen. Wir floaten des Todes, aber that's okay, weil läuft gerade ganz gut. Bauen hier noch ein bisschen Defense. Das machen wir aus Stahl noch. Die bauen wir nochmal aus Stahl. Auch wenn die gar nicht so viel zur Stability beiträgt. Da bolzen wir nochmal rein. Brauchen wir nicht mehr. Dann machen wir einfach so ein Testschießen gerade. Okay, brauchen wir Strom. Um die ganzen Blazing Laser zu befeuern, brauchen wir ein bisschen Strom. Ah, er lässt abbrennen, okay. Na gut.
Schönes Game noch hinterher. Ne? War spannend, ne? Ich fand's ganz gut. Wichtig, der Door Snipe natürlich. Die Nuke von ihm, ja, hätte böse kommen können. Ist zum Glück so gar nicht böse gekommen. Also das Schild war aus, da hätte der Laser hinterher gekonnt, aber ich glaube, er hatte Energy-Probleme, weil ich habe die EMP gebaut und dann kam die Nuke, genau. So, hier schießt er die Nuke. Ich mache mal kurz das hier mit an. Er hat genug Energie, aber da war nur noch Feuer. Ah, lol, ich habe ihm das genommen. Ja, okay. Ich wollte eigentlich nur die Nuke abwehren, aber for whatever reason war das Timing da gerade nicht so on point. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Und das war auch frech, dass sie sich genau auf der Linie dann lang schlängelt. Hier war alles offen, Minen, Windturbine, aber ich habe den Feuerlaser rausgenommen, zum Glück. Ich meine, das war geplant, ne? Und hier war dann irgendwann Ende im Gelände. Spätestens, warum sind die Schilde hier ausgegangen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Hier wäre ich fast zusammengestürzt, davon mal abgesehen. Hat er sie einfach ausgemacht, wa? Ich dachte die ganze Zeit, da kommt noch ein Plasmalaser. Einfach übel Metall gefloatet. Schade. Nuke war sein letzter. Das heißt, das hier durchkommt, ist schon wild. Der Deal war dann halt, ne? Naja, meine Damen und Herren, das war eine weitere Folge Forts. Wir hören uns morgen wieder. Denke ich. Ansonsten Mittwoch Stream, 19 Uhr. Samstag Turnier, 20 Uhr mit Core zusammen. In diesem Sinne, High Seas, wollte ich eigentlich heute mehr zu erzählt haben, tut mir leid. Das ist das nächste offizielle Forts-Turnier. Es wird zusammen mit dem Quadmaster gecastet, dem Goldspammer auf YouTube, falls ihr da mal nachgucken wollt. Findet ihr unter dem Namen. Freue ich mich sehr drauf. Und auch wenn es High Seas ist, ich weiß, es ist nicht für jeden was, aber schaut gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Das wird bestimmt ein lustiger Abend mit Kurt. Und dann hören wir uns, Leute. Haut rein. Tschüss.